Hallo und Hallo, herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 4 Großstadtleben. So, meine Lieben, ich werde jetzt direkt mal das Restaurant schließen, auch wenn die Gäste hier wirklich noch überhaupt nichts zu essen bekommen haben, ich weiß. Aber wir haben schon 0 Uhr und ich denke, gerade für Ayumi, für die Babys und so, ist es nicht gut, die ganze Nacht wegzubleiben. Dementsprechend gehen wir jetzt wieder nach Hause. Wir sind ja jetzt weit genug rumgekommen. So, dann wollen wir mal schauen. Also, hierhin. Dann los. Ach, ich habe jetzt Kathi schon wieder mitgenommen. Naja, egal. Soll sie halt mitkommen. Macht ja nichts. Die geht bestimmt gleich nach Hause. Und da sind wir wieder bei unseren beiden Babys. Das ist wunderbar. Dann würde ich nämlich auch sagen, wir gehen direkt ins Bett. Hier werde ich mich aber jetzt vorher noch verabschieden bzw. bitten zu gehen. Und dann gehen wir natürlich schlafen, weil es ist ja dann auch, glaube ich, genau, ein neuer Arbeitstag und so. Und dementsprechend wird es Zeit, auch für John schlafen zu gehen. Der ist ja eh schon schlafen, obwohl der hat eh noch frei, ne? Ja, der hat noch frei. Na, dann ist ja gut. So, alle sind am Schlafen, bis auf die Babys. Die sind gleich wieder wach. Und da es John sehr gut geht, darf er dann auch. Also, die sind schon wach, aber ja, die fangen gleich an zu schreien. Das meinte ich. Oh, oh, oh. Wieso schreien die denn nicht mehr? Mit Flasche füttern. Nee, füttern will ich sie jetzt eigentlich nicht mit der Flasche. Ich wollte sie schon die ganze Zeit stillen. Deswegen, das kann John halt nicht übernehmen. Es tut mir ja leid, aber das ist so. So, dann werden wir sie jetzt erstmal stillen. Das ist wichtig. Und dann muss sie aufs Klo ganz dringend. Aber dass die Babys dann nicht mal weinen, verstehe ich nicht. Normalerweise weinen die doch, wenn, ich glaube, es ist schon wieder ein neues Festival bald. Festival. Ach Mann, ein verdammtes Fest halt. Ich glaube, es ist der Trödelmarkt, der als nächstes dran ist. Cool. Trödelmarkt. Vielleicht sollten wir dann ein paar Bilder vorher noch malen. Ich glaube, ich werde heute den Tag dann nutzen, um ein paar Bilder zu malen. Die könnten wir dann noch im Trödelmarkt verkaufen. Ja, noch eben hier füttern und dann ist gut. Beförderung! Oh mein Gott, ja! Wartet, ich mach mal eben auf Pause. Ayumi wurde befördert und ist jetzt Vertreterin für soziale Gerechtigkeit. Sie verdient jetzt 13 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 39 Simoleons pro Stunde ergibt. Sie hat zudem folgenden Bonus erhalten: 275 Simoleons, Interaktion Fortschritt des Anliegens prüfen am Computer. Neue Kleider in der Stelle ein Sim. Ihre nächste Schicht beginnt am Sonntag um 8. Ja, cool. Und wir werden natürlich von zu Hause aus telefonieren. Wir werden von zu Hause aus telefonieren, natürlich. Politisches Street Art malen. Zweck promoten. Oh, ich mag das immer nicht mit diesem Street Art. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Dann wird es ja doch nichts mit Trödelmarkt. Und verkaufen. Herzlichen Glückwunsch zu der tollen Beförderung. Ja, ich kann leider nicht. Ich muss ja arbeiten. Das ist das Problem. Zweck promoten. Das kriege ich vielleicht noch hin. So, ich würde sagen, sie geht dann auch erstmal auf Toilette, jetzt wo sie fertig ist mit den Babys. Und John, du kannst auch gleich aufstehen. Weißt du was, du kannst schon aufstehen. Kannst mal ein bisschen Frühstück servieren hier. Heute gibt's Frühstücks allerlei. Genau. So, das packe ich schon mal weg. Das auch. Na, ist es jetzt drin oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. So, dann kann John nämlich mal schön Frühstück machen. Und Ayumi kann hier schön jemanden promoten. Können wir das nicht auch hier, also nicht jemanden, sondern hier für Zwecke begeistern? Komm, das versuchen wir mal bei John.
mal gucken, ob das für ihn richtig toll ist und ob er das möchte. Wie wär's mit einer Vorstellung in der Stadt? Bist du dabei? Nein. Irgendwie, das ist ja, das sind alles nur Fake-Anrufe anscheinend. So Vorstellung in der Stadt und so weiter. Was macht ihr da? Wieso werdet ihr jetzt wieder hier einfach zurückgebackt? Ja, ich gehe aber nicht. So, ein Gericht nehmen und du wolltest auch ein Gericht nehmen. Sehr schön. Hey, was ist los? Ist das Frühstück verbuggt oder was? Sind wir mal ehrlich hier. Hä? Ich glaube, das Frühstück hat sich gerade verbuggt. Objekt nicht gefunden. Das Frühstück hat sich verbuggt. Okay, jetzt geht's. Dafür haben wir jetzt hier auch noch ein Frühstücksallerlei. Oh mein Gott, Objekt nicht gefunden. Ich glaube es. Also wirklich. Nee, nee, nee. So, jetzt muss ich nur noch dieses doofe politische Street Art malen. Das kann ich ja hier unten am besten direkt machen. Wenn ich das hier dann einfach mal entferne und dann muss ich das zu Ende malen? Oder muss ich nur anfangen, es zu malen? Wenn ich nur anfangen muss, es zu malen, wäre das natürlich richtig gut. So, wie schaut's denn aus? Hast du aufgegessen? Hast du. Sehr schön. Dann würde ich sagen, du kommst jetzt mal direkt hier hin, machst das da sauber und dann gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Müsste ja eigentlich. Oh, guck mal hier. Da könnte man, glaube ich, auch anmalen. Aber dafür müsste ich dann erstmal zu dem Grundstück hinfahren. Das fände ich dann wiederum nicht so toll, weil ich habe da jetzt gerade keine Lust drauf, mein Grundstück zu wechseln. Naja, gut. Wir kümmern uns da mal eben drum. Ich mache das jetzt hier erstmal sauber mit Ayumi. Und dann mal gucken, ob wir das dann hier malen können. Ich hoffe, es kommt da niemand angerannt. Ich hatte nämlich schon mal so einen Versuch gestartet. Also, als ich mir das Spiel angeguckt hatte. Politisch. Da hatte ich ja mir auch die neuen Jobs angeguckt und habe dann hier auch versucht, von zu Hause aus zu arbeiten. Und gerade bei diesen Aufgaben mit dem Street Art war das immer furchtbar schwierig, das hinzukriegen, weil ich so ein Bild sauber machen musste und die anderen dann immer schneller waren und schon wieder ein neues Bild angefangen haben, bevor ich dazu kam. Das war sehr nervig. So, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt abbreche, habe ich es dann geschafft? Oder muss ich das wirklich komplett malen? Okay, ich muss es komplett malen. Das kann dauern. Das dauert den ganzen Tag. Na super. Oh, John malt. Was ist denn hier kaputt? Willst du etwa Bilder verkaufen oder was, John? Du könntest deine Gewürze verkaufen, die du gekauft hast. Oder hier deine Früchte aus dem Garten, die du gesammelt hast. Aber ich glaube, das will niemand kaufen. So, da ist ein Flohmarkt unterwegs. Festivalinfo anzeigen. Das ist aber hier in der Gegend, ne? Das heißt, das müsste jetzt gleich hier aufploppen alles. Wir schauen mal zu, wie es aufploppen wird. Tada, der Boden ist schon da, der Boden ist schon da. Da ist schon der Tisch, da auch. Da so langsam kommen die ganzen Möbel und die Stände. Ich finde es cool. Selbst hier überall ploppt sich was hin. Ist schon eigentlich beeindruckend, wie das so funktioniert, ne? Wie sich das hier so nach und nach wirklich alles aufploppt und so und alles sich da so hinstellt und ohne dass es irgendwelche großartigen Probleme gibt. Ich meine, die Sims tun immer noch das, was sie vorher getan haben. Auf einmal ist es einfach da. Finde ich schon cool. Aber sie hat noch nichts zu verkaufen hier anscheinend. Das kommt noch. Also es hat noch nicht so richtig angefangen. Oh, guck mal hier. Vielleicht finden wir ja hier etwas für unsere Wohnung. Da könnte Ayumi ja gleich mal gucken. Das hier zum Beispiel sieht ganz hübsch aus. Ich habe gehört, du bist nicht besonders gut im Feilschen. Komm doch mit mir zum Flohmarkt, dann zeige ich dir, wie ein echter Profi die Preise drückt. Nein.
muss hier erstmal noch das Street Art malen, ey. Das wird ewig dauern. Wie viele Stunden wird das dauern? Ist der Flohmarkt bis dahin vorbei? Das fände ich nicht so schön. Hier übrigens könnten wir jetzt, glaube ich, alle restlichen Schneekugeln kaufen. Du stehst mir im Bild, Mann, die es hier so gibt. Was ist jetzt passiert? Das ist wahrscheinlich wegen dem Flohmarkt oder so. Es kann nur wegen dem Flohmarkt sein. Ich habe niemanden... Dein Tag ist gerade 100% schöner geworden. Herzlich willkommen. Ach, wie herzlich willkommen. Ach so, wahrscheinlich, weil ich hier beim Flohmarkt einfach bin. Ja, ich will auch was kaufen, ganz bestimmt. Was kostet die? 109. Die kostet auch 109. Ja gut, das wüsste ich jetzt nicht, wo man das hinstellen sollte. Das sind halt so für auf dem Boden stehende Lämmchen. Aber hier, das könnte man bestimmt irgendwo schön hinstellen. Ja, ansonsten haben sie noch ein paar Stühle im Angebot und ein ganzes Sofa. Aber das Sofa finde ich jetzt nicht so schön. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Hier hinten gäbe es noch Lampen. Oh, hier so ein paar Kerzchen. Das ist natürlich auch, auch schön, nicht schlecht, wollte ich sagen. Hä? Was machst du in meiner Wohnung? Ach so. Ach, Tyrafine ist ja einfach vorbeigekommen. Deswegen ist das Event passiert. Ah, guck mal hier. Das könnten wir verkaufen. So. Okay, Tyrafine, du passt auf die Kinder auf. Ich gehe mal eben zum Flohmarkt und werde hier mein Bild verkaufen. Ausstellen. Ich werde mein Meisterwerk hier verkaufen. Jawohl. John, der Künstler, verkauft sein Meisterwerk. Und ich werde dann dieses Meisterwerk hier verkaufen. Die Leute können sich einfach das aus der Straße rausbrechen oder sowas. Und dann können sie das mitnehmen. La 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 la, das werden sie eh nicht machen, aber egal. So, John, was ist los? Ja, super. Platziere es doch mal ganz unten, damit es auch bloß keiner sieht. So, Stand bedienen und Straßenverkauf beginnen und dann machen wir 100%. So, mal gucken. 109. 109 Simoleons kriegen wir dafür. Das ist aber wenig, oder? Wartet mal, ich muss mal 0% machen. Immer noch 109. 200%. Immer noch 109. Wartet mal, ich mach das nochmal weg. So, und jetzt Stand bedienen. Ne, da steht immer 109. Wahrscheinlich ist das einfach so dieser Grundpreis. Und ich könnte halt versuchen, da mehr rauszuholen. Wahrscheinlich. Also müssen wir mal gucken, für wie viel es weggeht. Na, kannst du das Bild sehen? Ja, siehst du es? Dieses unglaublich wunderschöne Grau in Grau. Diese wunderbaren Grautöne. Naja, eigentlich geht es um das kleine Bild hier unten. Das da meine ich. Das ist mein Meisterwerk. Ich habe es heute Morgen gemalt, Mensch. Das ist der Hammer. Ihr habt mir auch geschrieben, ich soll John unbedingt mal ins Fitnesscenter schicken. Ich glaube, dann werde ich das auch machen, wenn ihr das alle unbedingt wollt. Dann werde ich das machen. Ich persönlich habe nichts gegen ihn. Ich finde, er sieht gut aus, so wie er ist. So, kauf das Bild. Komm, du wolltest doch schon immer so ein Bild haben. 272. Yeah! Oh, wie cool. Wir haben richtig was verkauft. Ja, mein Gott. Wie super. So, dann würde ich sagen, ich kaufe da mal hier auf jeden Fall dieses Ding. Und dieses Ding. Hier werde ich auch noch einkaufen. Jawohl. John hat das Objekt gekauft. Sehr schön. Und ansonsten, mehr gibt es ja eigentlich nicht, was mir jetzt gefällt. Also von daher finde ich das jetzt nicht so schön. So, das haben wir auch gekauft. Dann würde ich sagen, gehst du mal wieder hier nach Hause und kannst nach den Kids gucken. Kümmere dich ein bisschen um die beiden. Ich würde sagen, liebkosen und hüpfen. Und hier auch liebkosen und hüpfen. Dann machen wir noch reden und reden. So. Und sie hat es immer noch nicht geschafft, das Bild fertig zu malen. Hast du nicht Bock mitzuhelfen, Mensch?
Nee, nicht ablenken lassen. Mal doch mal lieber mit hier. Irgendjemand muss doch mal helfen. Ich könnte natürlich auch John fragen, ob er mir helfen will. Naja, wir haben es ja fast geschafft. Wobei wir wieder nicht pünktlich fertig werden wahrscheinlich. Also was heißt wieder? Wir werden nicht pünktlich fertig werden. Eieiei. Oh was, sie will nicht mehr weitermalen. Doch, du malst weiter. Ach, sie malt ja doch weiter. So, ich spule mal eben ein bisschen vor, damit sie endlich fertig ist. Na komm schon. So lang kann das doch nicht dauern. Oh. Oh, hier weint jemand. Die Frage ist nur, warum? Wahrscheinlich Hunger. Okay, dann müssen wir das andersrum machen. John ist da ja jetzt auch fertig mit der Bespaßung der Kinder. So, dann gehst du mal eben schnell füttern. Es tut mir leid, Chef, aber so ist das nun mal, ne? Stillen und so. Ist wichtig. So. Liebestoll ist sie. John kommt schon, der macht hier einfach die Arbeit weiter. Das kann ja nicht gut werden. Oh, was ist das denn da für ein auffälliger Lieferwagen? Das ist verdächtig. Das ist mega verdächtig. So, dann gucken wir eben hier, dass hier auch alles glatt läuft. Ich finde das gerade sehr schön, dass man das so machen kann, so diese Arbeitsaufteilung irgendwie. Also dadurch, dass man halt jetzt nicht immer von seinem Grundstück weg muss, weil ich finde, dass gerade wenn hier so ein Fest vor der Haustür ist, wie dieser Flohmarkt, hat man echt wirklich genug hier zu tun, was man machen könnte sozusagen. Und dann finde ich es ganz schön, dass wenn man das Haus verlässt, dass man dann nicht immer gleich die Babys zum Babysitter sozusagen abgibt. Finde ich ganz schön. Das heißt, okay, im Grunde sind sie eigentlich dann alleine hier, aber das ist nicht so schlimm. So, jetzt sind sie gleich fertig gefüttert, dann würde ich sagen, gehen wir dann auch weiter malen. In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal dieses dumme Street Art fertig kriegen. Aber es ist fast fertig. Es ist fast fertig. Fast ist es fertig. So, ein Kind schläft. Komm schon, beeil dich. Jetzt weitermalen hier. Meine Güte, das dauert. Ha, geschafft. Na, Gott sei Dank. Endlich haben wir es geschafft. Ich würde sagen, bei der Aufregung können wir dann auf jeden Fall noch was essen. Ja, nehmen wir mal das. Und John holt sich auch mal was Leckeres. Essen bestellen. Er könnte ja das Curry noch mal probieren. Oder Samosa, genau. So, okay. Luke und Mia feiern Geburtstag. Das heißt, wir müssen auch bald Geburtstag feiern. Nach ihrer Elternzeit, alles klar. Jetzt holen diese beiden sich erstmal was zu essen. Mein Gott. Was eine Schönheit. Schaut sie euch an. Frikadella Rotwein. Alles klar. Die habe ich also auch in meinem Spiel. Ach Gott. So. Ja, du kannst das ruhig essen. Was ist mit deinem Essen? Hast du dir nichts geholt? Willst du lieber was anderes? Anscheinend will er lieber was anderes haben. Für Vegetarier geeignet. Wahrscheinlich will er es deswegen nicht haben. Da holt er sich jetzt lieber Lumpia, alles klar. Moment. Ja doch. Lumpia ist nicht für Vegetarier geeignet. Und das auch nicht. Oh, jetzt gibt es ja auch noch Musik. Sehr schön. Könnten wir eigentlich auch mal ein bisschen spenden, ne? Geben wir mal... Ah, nicht so viel, nicht so viel. Geben wir mal 20. So, wir haben das Rezept von Ensaimada oder wie auch immer das heißt, bekommen. John möchte jetzt gleich spenden gehen. Was
will sie jetzt machen auf der Bank? Ich hoffe nicht schlafen. Oh, sie will schlafen. Das kannst du vergessen. Das kannst du hier oben zu Hause machen. So, Moment. Hier. Da kannst du schlafen gehen. Ich finde das mit den Bildern richtig cool. Ich muss sagen, wir sollten echt malen. Genau, wir sollten mehr malen. So, meine Lieben. Mensch, da ist der Part auch schon wieder rum. Ich würde daher sagen, wir machen an dieser Stelle erst einmal einen Cut. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß, so wie immer. Wir sehen uns dann in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.